Hey Leute, Kona hier! Wie ihr wisst, habe ich letzten Monat einen Zeichen- und Malwettbewerb gestartet. Dabei musstet ihr ein Abbild meiner Knuffdiebin Luna erschaffen. Welche schönen Bilder mich da erreicht haben und wie ihr die Gewinner auswählen könnt, das seht ihr jetzt. Ihr seid Geschichte! Es wird 4 Gewinner geben. Jeder der Gewinner bekommt 800 Edelsteine. 2 Gewinner sucht ihr aus, 2 Gewinner suche ich aus. Unter jedem Bild werdet ihr ein Stichwort finden, mit dem ihr für eben dieses Bild abstimmen könnt. Um für eure Favoriten zu stimmen, schreibt einen Kommentar unter diesem Video mit dem Stichwort eures Lieblingsbildes. Ihr habt 2 Stimmen, also dürft ihr 2 Stichworte kommentieren. Beginnen wir mit den Kunstobjekten. Als erstes haben wir von der Künstlerin Sockenfliege meine Diebin Luna im Königental. Mit der sprechenden Kuh, ist sie das? Stichwort Socke in die Kommentare, um für sie abzustimmen. Als nächstes von Dark Princess. Hey Leute, Kona hier, die winkende Luna. Stichwort Winken, um für dieses Bild abzustimmen. Von Porunipai, ein sehr hübsches Bild mit Luna in einer coolen Pose mit ihren Verbrennern. Bemerkt die Partikel des Chuck Eiersacks um sie herum. Stichwort Pose, um für Porunipai zu stimmen. Ein mit Öl gemaltes Bild von Gwindy. Panda ist auch drauf. Stichwort Öl in die Kommentare hierfür. Wahlkampf mit Luna. Make Dwayna great again. Ein Bild von Jojo. Schreibt Jojo in die Kommentare, um ihn zu unterstützen. Von Falmarin de Karm, Luna zusammen mit Dwayna, die sie bei ihrer Geburt gesegnet hat. Coole Idee, Stichwort Dwayna für dieses Bild. Zur Abwechslung mal mit dem Kurzbogen in der Hand. Applechan hat Bogenschützin Luna gemalt. Stichwort Bogen für sie. Luna kniet am Boden. Betet sie hier zu Dwayna? Eneria hat dieses Bild gemalt. Unterstützt sie mit dem Stichwort kniend. Apropos Dwayna. Luna auf der Statue ihrer Göttin. Barfuß. Und mit ihrem Panda auf dem Schoß. Ein Bild von Rachel Color mit Stichwort Statue. Neulin hat 2 Bilder von Luna gemalt. Und das mit dem Nintendo 3DS? Und das hat sie aufgenommen. Für sie Stichwort 3DS. Bibi hat ein schönes Porträt von Luna gemalt. Für dieses Bild schreibt Porträt in die Kommentare. Luna mitten im Sprung, um mit dem Verbrenner zuzustoßen. Das Bild von Mariel Ranka unterstützt ihr mit dem Stichwort Herzsucher. Erinnert ihr euch an meinen gelegentlichen Gast in meinen Videos, Steven? Er hat dieses Meisterwerk mit dem Kugelschreiber über Wochen hinlang gemalt. Stichwort Steven. Caro hat einen süßen Comic gezeichnet. Endlich, nach all der Zeit kann ich sie endlich haben. Die unsichtbaren Stiefel. Ja! Stichwort Comic in die Kommentare. Luna in einer sehr heroischen Pose. Ein Bild von Luca V. Heroisch als Stichwort für dieses Bild. Eveline hat ein süßes Bild gemalt, auf dem Luna ihren Panda auf dem Arm hält. Das Stichwort lautet Panda. Die barfüßige Luna mit ihrem Verbrenner von Hunter. Stichwort Hunter für ihn in die Kommentare. Laura hat Luna mit Aquarellfarben und Fineliner gemalt. Eine alternative Version des Bildes hier. I want you for the Kona Army. Ihr Stichwort lautet Army. Luna mal mit den Dwayna-Dolchen statt dem Verbrenner. Gemalt von Bella na Banana. Stichwort Bella. Night Druid hat Luna mit ihrem Finisher und ihren Opfern im Hintergrund gemalt. Süß.
Ihr Stichwort lautet Finisher. Von Niklas kommt Luna Guild Wars 2 spielend an ihrem PC. Barfuß. Das Stichwort lautet Zocken. Luna ist eine Kriegerin der Dwayner. Panda ist natürlich auch dabei. Ein Herzchen. Um Tamina zu unterstützen, schreibt Kriegerin in die Kommentare. Auch White Angel hat ein Porträt von Luna gemalt. Ihr Stichwort lautet White. Eine Bleistiftzeichnung Lunas von Felix. Sein Stichwort Felix. Das waren soweit alle Bilder. Richtig, richtig toll. Ihr habt mir mit jeder Einsendung eine kleine Freude gemacht. Ich finde es echt schön, dass so viele mitgemacht haben. Und nicht traurig sein, wenn ihr nicht gewinnt. Falls ihr doch traurig seid, kommt Panda und umarmt euch und tröstet euch. Ich liebe euch. Euer Kunstfachmann, Kona. Ich habe das Ziel im Blick. Meint ihr, die wollen einen Vertrag mit den Char? Lange gehört. Sie haben ihn doch gehört. Und es hat Tote gegeben.